Jedenfalls, let's talk about Product Research. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ist eine Zeit lang her, also unser letztes Video hat auch das Thema gehabt, was wir jetzt über die nächsten drei Videos behandeln werden. Und zwar habe ich ja ein Winning Product revealed, oder eines von unseren Winning Products, das wir gemeinsam in der ECU hochgepusht haben. Jedenfalls kurz zu dem, ich bin leider noch ein bisschen krank, ich war die letzten paar Wochen immer etwas angeschlagen, deswegen meine Stimme ist ein bisschen lediert, jedenfalls ganz egal, ich habe Bock wieder durchzuziehen. Und kurz für euch, wie sieht diese Woche und nächste Woche aus? Das heißt, ihr solltet am Mittwoch dieses Video hier sehen, das ist das Kickoff-Video zum Thema Product Research, eine dreiteilige Videoserie im Endeffekt, das heißt Mittwoch, Freitag und Sonntag. Heute sprechen wir allgemein über das Thema Product Research. Am Freitag zeige ich euch dann die Tools, die mein Team und ich nutzen, ziemlich regelmäßig, auch welche Tools wir wirklich große Erfolgsrate hatten und auch, dass ihr müsst keine zig Hunderte von Dollar in Tools investieren, da gibt es relativ coole Tools, die sehr, sehr günstig sind. Und am Sonntag bringe ich noch ein Video zu einem speziellen Tool, das ist ein bisschen neuer. Das werden wir mal reviewen, sage ich mal. Und dann kommende Woche, Dienstag, ganz, ganz wichtig, Dienstag 19 Uhr, kommt ein Announcement-Video auf. Kaffeemaschine läuft. Alles klar, danke. Jedenfalls, Dienstag 19 Uhr kommt ein Announcement-Video, weil ich ja... Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, egal. Jedenfalls am Dienstag 19 Uhr kommt ein Announcement-Video auf diesem Kanal hier. Die weitere Vorgehensweise, welche Videos hier kommen, welche Videos auf meine anderen Channel kommen. Ein neues Projekt, das ich euch vorstellen werde. Und dann nächste Woche kommt auch der Vlog zur Online-Marketing-Rockstar-Festival. War ziemlich witzig. Jedenfalls, ich habe schon die ersten paar Minuten gesehen, ist echt ein cooler Vlog geworden. Und ja, kurz für euch zu dem Thema jedenfalls, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Das heißt, Mittwoch, Freitag, Sonntag ist Product Research, nächste Woche, Dienstag, 19 Uhr, kommt dann ein Announcement-Video und gegen Wochenende, also nächstes Wochenende, kommt dann der Blog. Jedenfalls, let's talk about Product Research. Ich habe euch im letzten Video, das ist schon ein bisschen länger her, eines unserer Produkte gezeigt. Und was ich damit eigentlich vermitteln wollte, ist folgender Faktor, dass du nicht immer diese klassischen Winning Products benötigst, um wirklich erfolgreich zu sein. Was heißt das? Du kannst sozusagen im Endeffekt jedes Produkt erfolgreich machen. Nur der Unterschied ist, es gibt Produkte, die sind einfach leichter zu vermarkten und auch profitabler. Und es gibt Produkte, wo du halt mehr Geld benötigst, mehr Zeit, du definitiv viel, viel mehr Arbeit hast, sage ich mal, um das Ganze optimieren und um das profitabel zu bekommen. Und natürlich wir bei der ECU, also auch und bei unseren eigenen Shops, fokussieren uns natürlich auf solche Produkte, die es uns leicht machen, profitabel zu werden, ganz klar. Und das sollte auch dein Fokus sein. Deswegen grundsätzlich ist es so, dass du so ziemlich jedes Produkt am Laufen bekommen kannst. Nur, wie gesagt, Zeit- und Geldfaktor spielt da eine Rolle. Deswegen fokussieren wir uns auf Produkte, die wirklich unique sind. Das heißt, die solltest du nicht überall bekommen, weil es bringt dir dann nichts, wenn du beim Metro oder das Produkt gehypt wird, weil die Leute tendieren dann eher, das vielleicht da drüben zu kaufen. Deswegen unique, das heißt einzigartig, sollte definitiv ein großer Faktor sein. Zweiter großer Faktor ist Marge. Es bringt dir nichts, Umsatz zu ballern. Umsatz ballern kann jeder mittlerweile. Ihr seht eh, wie jeder rumflext. Das Ding ist, Umsatz ist nicht Gewinn. Wissen wir alle oder hoffentlich wissen das alle. Und deswegen es ist wichtig, profitabel zu sein, weil es bringt dir nichts, 100k Umsatz zu machen und 1000er Profit, da ist zu viel Arbeit für zu wenig Geld. Deswegen schaut auch, es gibt zwei Varianten im Endeffekt. Also ich empfehle euch die erste Variante, schaut, dass ihr wirklich eine Marge habt, also Produktmarge, ohne jetzt Ad-Kosten von 30 Euro oder mehr. Ihr werdet euch viel, viel leichter tun, weil es ist mal Faktum,
dass Facebook, Google, YouTube, TikTok ist eine andere Geschichte, aber das ist ein bisschen speziell, darüber werden wir auch reden. Da funktioniert auch nicht jedes Produkt. Das ist tendenziell noch günstiger oder die günstigste Ad-Plattform momentan, aber du wirst tendenziell 10, 20 Euro immer zahlen müssen für Cost per Purchase auf Facebook. Vielleicht sogar mehr, vielleicht weniger, das ist variiert natürlich, aber ich würde mal umschlagshalber sagen zwischen 10 und 20 Standard. Und deswegen bringt es dir nichts, wenn du ein Produkt hast, das, keine Ahnung, 10, 15 Euro Marge hat. Natürlich, du kannst das dann über Umwege mit versuchen, mit Upsell, Cross-Sell, E-Mail-Marketing und so weiter profitabel zu bekommen. Nur als Anfänger ist das relativ viel. Deswegen empfehlen wir halt gleich vom. Es ist nicht schwieriger, ein Produkt zu verkaufen im Verkaufspreis, wenn es entweder 20 oder 50 oder 70 Euro kostet. Das ist noch immer Low Budget alles. Und deswegen, warum sich selbst schwer machen? Schaut, dass eure Marge 25, 30 oder mehr ist. Zweite Variante ist natürlich, schaut auch, dass ihr Produkte habt, die man tendenziell öfter kaufen kann oder der Kunde öfter kaufen kann. Das heißt, ihr könnt da Deals machen, zum Beispiel ein Produkt kostet, keine Ahnung, 70 oder sagen wir 50 Euro, wenn du zwei von denen nimmst, kostet es 80 Euro und dann bei drei, keine Ahnung, 60 Euro oder was auch immer. Natürlich musst du auf deinen Einkaufspreis so, dass das auch Sinn macht, aber tendenziell ist so, wenn die Leute mehr kaufen, du zahlst einmal an Facebook sozusagen den Cost per Purchase, hast aber eine höhere Average Order Value, das heißt Durchschnittswarenkorb. Und das heißt, da gibt es sehr viele Produkte, die man öfter einfach einkaufen kann, aber ist jetzt auch nicht immer ein Muss. Wichtig ist, wenn du wirklich das beherzigst, dass du kannst auch wirklich mit einem Verkauf sehr, sehr profitabel sein, wenn deine Profitmarge stimmt. Natürlich, wie gesagt, wir nutzen diverse Tools, Ads-Buy-Tools, aber auch Tools, wo du halt täglich so Winning Products bekommst. Wichtig bei diesen Tools, das gehen wir jetzt im nächsten Video an, ist, dass die handpicked sind. Das heißt, das sollte keine AI sein oder automatische. Da gibt es so viel Software, die einfach automatisiert nach diversen Parametern arbeitet. Es gibt aber auch Tools, da wo wirklich Leute dahinter sitzen und tagtäglich Product Research betreiben und die das dann hochladen. Das sind die Tools, die du nutzen solltest, wenn du auf solche Tools zurückgreifen möchtest. Und natürlich Ads bei Tools allgemein sind immer gut. Es gibt da viele verschiedene von eben Ads bei, so ziemlich das größte, aber auch das teuerste. Es gibt DropSpy, es gibt DropPoint. So abgespecktere Versionen werden wir uns im nächsten Video alles ansehen. Jedenfalls, das sind so die wichtigsten Merkmale. Also es gibt jetzt nicht, du bekommst auch mit der Zeit ein Gefühl. Das heißt, ich habe ja, wir haben auch das Hundehaus eben revealed im letzten Video. Das ist jetzt tendenziell kein Winning Product oder dass man sagt, hey, das ist irgendwas Besonderes, aber es funktioniert trotzdem, weil ich so ein Gefühl hatte, die Designs von diesem Hundehaus, es war eine gute Marge, es war gutes Pricing und es war cool. Das hast du auch nicht überall bekommen, auch von den Designtechnischen her. Deswegen hatte ich so das Gefühl, das funktioniert und es war wirklich von Tag 1 profitabel. Und du bekommst dieses Gefühl auch mit der Zeit. Also Product Research ist sehr wichtig, mach das jeden Tag. Du kannst so ziemlich überall Products finden, zeige ich euch auch jetzt eben im nächsten Video. Das Wichtigste ist, auf das du achten solltest, ist eben Marge. Schau wirklich, dass deine Marge stimmt, dass es irgendwie unique ist oder irgendwas Cooles an sich hat. Am einfachsten verkauft man Problemlöserprodukte. Warum? Weil du sowohl deine Ad Creatives, deine Ad Copy, also deine Videos, deine Copy, deine Produktbeschreibung relativ einfach dann aufbauen kannst, wo du eben, es ist Marketing 101, du hast Kopfschmerzen und du gibst die Aspirin. Problem, Lösung. Und das ist natürlich die einfachste Art, um im E-Commerce durchzustarten, weil du ja, relativ einfach die Leute dazu bewegen kannst, weil wenn du das Problem aufzeigen kannst und ihnen die Lösung gleich bietest, hast du halt eine irrsinnig hohe Chance, dass du sehr, sehr profitabel wirst. Und das funktioniert halt bei uns auch am besten. Jedenfalls, wir haben relativ viele Punkte in der EasyU, auch eine komplette Checkliste, auch eine komplette Anleitung, das komplettes Modul zum Thema Product Research. Wenn dich das Ganze interessiert, kannst du gerne, Link in der Beschreibung, ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren. Wir haben dieses Monat wieder 30 Plätze, die füllen sich relativ rasch. Und deswegen, wenn du mit uns gemeinsam in 12 Wochen, also spätestens in 12 Wochen bist du online, hast deine ersten Umsätze, das ist zu
Das ist, wenn du das so machst, wie wir dir das sagen und du unser Support nutzt, dann hast du in 12 Wochen deinen eigenen Online-Shop. Und deswegen Link in der Beschreibung, ecommerce.at. Lass uns quatschen und wir haben Bock drauf, wirklich die nächsten 30 Leute da zu manövrieren durch diesen E-Commerce-Dschungel. Es ist allgemein ein großes Thema, aber wenn du das Schritt für Schritt, so wie wir das aufgebaut haben mit der EasyU, wenn du das alles befolgst, dann kannst du nur früher oder später erfolgreich mit deinem eigenen Online-Shop sein. Deswegen Link in der Beschreibung. Ja, das war's mal als Kick-Off-Video zum Thema Product Research. Am Freitag kommt ein bisschen technischeres Video, so, ich kann nicht mehr reden, wo ich euch zeige Tools und so weiter, das heißt, was wir so nutzen, wie du die Tools auch am besten nutzt, was wir selbst nutzen. Ich stelle euch auch die Alternativen natürlich vor. Und dann am Sonntag kommt ein spezielles Tool, das ein bisschen neuer am Markt ist. Ist jetzt nicht das günstigste, aber ist ziemlich cool. Also ich habe mir das schon ansehen können und ja, ich will aber nicht zu viel verraten. Und natürlich am Dienstag dann ein großes Announcement-Video. Jedenfalls vielen lieben Dank. Ich würde mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen. Haut mal in die Kommentare rein, welche Themen euch gerade interessieren. Ich habe mir schon einen Contentplan jetzt über die nächsten Wochen geschrieben, auch für den ECU-YouTube-Kanal. Das heißt, auf dem ECU-YouTube-Kanal kommen jetzt wöchentlich mindestens 2 Videos nur rein zum E-Commerce-Dropshipping. Dieser Kanal ist ja, das besprechen wir nächste Woche Dienstag, was mit diesem Kanal so in Zukunft passieren wird. Und ja, das war's schon von mir. Also, ich würde mich sehr über ein Like und über ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt, bitte jederzeit in den Kommentaren. Wir gehen die alle durch. Und wenn ihr Content-Wünsche habt, bitte auch gerne jederzeit einfach in die Kommentare hauen. Wir lesen uns das durch und packen das in unser Contentplan. Also, das war's von mir. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns in 2 Tagen. Tschüss, Baba. Macht's gut.